Hallo Messer und EDC-Freunde. Heute stelle ich euch das Otter Ankermesser Mikata Knife Launch exklusiv vor. Das hier gezeigte Messer wurde von der ASW in Hamburg bei Otter Messer in Auftrag gegeben. Es wurden, glaube ich, 50 Stück mit Carbonstahl C75 Klinge. Dieser Stahl ist rostanfällig und 50 Stück mit dem 1.4034 Edelstahl hergestellt, der dem 420C entspricht. Es ist ein Chromstahl und gilt als rostträge. Ich habe ein Ankermesser mit dem Chromstahl ergattern können. Darüber bin ich echt froh. Das Messer war innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Vielleicht werden ja noch ein paar Messer nachproduziert. Das würde mich freuen für die, die welche keins bekommen haben. Otter aus Solingen stellt seit 1840 Messer her. Beim ursprünglichen Ankermesser wurde die Klinge aus Carbonstahl hergestellt und war bei den Seeleuten sehr beliebt. Das Erkennungsmerkmal ist der in den Griff eingelassene Messinganker, der mit dem Griff ebenfalls mit Messingstiften vernietet wird. Danach wird er bündig geschliffen. Die Hufklinge wird zweihändig mittels Pinchgriff geöffnet und durch eine Slipjoint-Feder gehalten. Die Haltekraft würde ich als von einer Skala von 1 bis 10 als 6 einstufen. Bei meinem Messer hat die Feder keine Spaltmasse zum Griff und ist sehr sauber verarbeitet. Zur Klinge. Die Hufklinge, heute bezeichnet man diese Klingenform auch als Sheepfoot-Klinge, eignet sich sehr gut für ziehende Schnitte. Das Klingenfinish der Klinge ist quersatiniert. Die Klingenbeschriftung ist auf der Schoßseite das Otter-Logo mit dem kleinen Otter und dem Otter-Schriftzug und am Klingenanfang steht rostfrei und Solingen. Solingen ist die Stadt, wo das Messer hergestellt wird. Hier steht rostfrei und Solingen. Und hier ist der Otter mit dem Otterschriftzug. Für mich passt in diesem Fall die Beschriftung, da es ein Klassiker ist und die Beschriftung dazugehört. Auf der gegenüberliegenden Seite der Klinge ist komplett clean, steht nichts drauf. Auf der Schoßseite der Klinge ist ein Nagelhau, welcher beim Pinchgrip ein gutes Feedback gibt und man die Klinge sauber öffnen kann. Der Nagelhau ist nur einseitig angebracht. Der Griff hat am Klingenanfang Metallbacken, könnten vielleicht Neusilber sein. Die Griffschalen sind grünes Mikata, welche sauber verarbeitet und abgerundet sind. Die Backen und Griffschalen liegen auf einer durchgängigen Stahlliner auf, diese nicht ausgefräst sind. Ich hoffe, man sieht es. Am Griffende ist ein Loch für ein Lanyard, das ungefähr einen Durchmesser von 3,5 mm hat. Da passt gerade so ein 550er Paracord durch. Der Messinganker und die Nieten sind absolut sauber verarbeitet. Man spürt absolut keinen Übergang. In der Griffinnenseite sehe ich einen Messingpin, dieser aber keine Gefahr für die Klinge oder für die Schneide ist, da ungefähr vom Pin bis zur Schneide ca. 8 mm Platz ist. Hier ist der Pin. Ich weiß nicht, ob man sieht. Ich mache mal das Messer zu und wie gesagt, von hier bis zum Pin sind es dann 8 mm noch. Da kann die Schneide nicht aufschlagen. Der Klingenstand ist leider nicht mittig, ist etwas nach links gezogen.
Aber bei dieser Konstruktion oder Aufbau kann so etwas passieren. Wie gesagt, das Messer ist ein Klassiker. Ja. Jetzt komme ich noch zu den Maßen des Messers. Das Messer hat eine Gesamtlänge von 18 cm. Die Klinge hat 8 cm. Die Klingenhöhe ca. 1,9 cm. Die Klingenstärke beträgt 2,5 mm. Der Griff ist ca. 10,1 cm lang. Das Gewicht hat auf meiner Waage 102 Gramm angezeigt. Fazit zu diesem Messer: Das Messer ist optisch ein Schmuckstück, liegt super in der Hand. Es ist ein Klassiker und macht sich in jeder Vitrine super. Ich habe, wie gesagt, Handschuhgröße 9 und es liegt perfekt in der Hand. Der Griff fühlt sich auch sehr gut an. Hat keine Hotspots, ist schön abgerundet. Wirklich toll. Ist super verarbeitet. Normalerweise ist dieses Messer auch ein tolles Gebrauchsmesser, das Generationen für leichte bis mittelschwere Arbeiten genutzt haben. Wie gesagt, auch bevorzugt von Seeleuten. Da muss so ein Messer auch was taugen. Warum sage ich normalerweise? Jetzt zeige ich euch die Schärfe an meinem neu gelieferten Messer. Ich habe es nicht benutzt, außer dass ich einen Papiertest gemacht habe. Aber seht selbst, ich mache kurz einen Test. Wie gesagt, also, ich habe wirklich schon viele Messer bekommen, aber so stumpf von Werk aus habe ich noch kein Messer bekommen. Ich hatte auf YouTube schon einen Short eingestellt. Daraufhin hat mir ein Zuschauer geschrieben, einen Kommentar, dass es ein tolles Messer ist und so. Und ob ich auch Probleme mit der Schärfe hätte von diesem Messer. Oder ich habe ihn gefragt, genau. Und er hat mir geantwortet, dass sein Messer auch stumpf war. Also, ich will mal so sagen, ich weiß nicht, ob Otter die Messer überprüft, was sie rausschicken. Ich gebe jetzt keine Schuld der ASW, weil die kann nicht jedes Messer überprüfen, ob es ordentlich geschärft ist. Ja? Also keine Kritik an Maxi und ihr Team. Ganz im Gegenteil. Der Service von der ASW ist sehr gut und ich bin auch sehr dankbar, dass sie immer wieder neue positive Projekte für unsere Messerszene starten. Ja. Aber diese Schärfe, und das hat auch nichts mit der Klingenstärke zu tun. Ich habe hier mal ein anderes Messer, das wirklich eine dicke Klinge hat, mit demselben Papier, was ich gerade benutzt habe. Ja. Und also da war ich schon etwas enttäuscht. Das Messer werde ich natürlich behalten, weil es ansonsten ein Schmuckstück ist. Ja. Ich werde halt eine neue Schneidphase darauf anbringen. Aber vielleicht sollte, wenn die ASW das nochmal auflegen lässt, darauf achten, dass die Messer geschärft bei Ihnen ankommen. So. Das wäre es erstmal zu diesem Messer gewesen. Also mir, nicht, dass man es falsch versteht, mir gefällt das Messer mega, ja. Also das ist wirklich ein tolles Messer. Aber ein Messer sollte auch schneiden. Es ist ein Schneidwerkzeug. Deshalb musste ich die Kritik nennen. Ja? Jetzt komme ich noch zu kurzen Größenvergleichen. Da zeige ich kurz das Super Tinker 91 mm mit den Daily Custom Schalen in Titan. Ja, ihr seht, ist um einiges kleiner.
Dann hätte ich hier noch ein Sanremo 7315, was ja auch sehr oft in letzter Zeit gezeigt wurde. Ist auch ein kleineres Messer. Und nehme ich mal die zwei Messer weg. Jeder kennt natürlich das UKPK. Ist auch etwas kleiner. Die Klinge ist circa 3 mm vielleicht kleiner, oder zwei. So, das soll es erstmal gewesen sein zu diesem Messer. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben. Und wer noch kein Abo hat, über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Video und tschüss.